Hallo Berlin. DJ Officer Officer auf Herbstradio 99.1. Lottumstraße, Prenzlauer Berg. Die Radiopiloten senden ihren ersten freien Radiosender Herbstradio. Radiomacher gestalten das Programm von gepflegtem Jazz über Surfpoeten, Idealisten, Sendungen à la Couleur. Wir fragten nach, wie kam die Idee zum eigenen Sender? Ich denke mal so alte BBC und BFBS-Geschichten und die Anfänge von SFB. Und was ist euer Plan? Ich glaube, es gab so eine Veranstaltungsradios und ich habe dann einfach gesagt, es gefällt mir. Ich will auch selber Radio machen und hier hat halt jeder die Möglichkeit, sofort anzufangen als Quereinsteiger ins kalte Wasser und das funktioniert. Dies ermöglicht den Radiomachern von Herbstradio Live-Acts einzuladen, wie an diesem Abend zu Gast bei Radio Romy, Konrad Küchenmeister, seines Zeichens Free Loop Live Entertainer, zu Hause auf Plätzen und Bühnen dieser Welt, wo er mit zahllosen Instrumenten seine Musik präsentiert. Nur wenige Kilometer entfernt, im Haus der Kulturen der Welt, sendet das Clubradio sein Programm. Während die Kanzlerin in den Feierabend fliegt, geht dort die Arbeit weiter. Die beiden Studios aus Radiopiloten und Clubradio ergeben den Sound vom Herbstradio auf der Frequenz von 99,1. Nur worin unterscheiden sich die beiden Gruppen, Radiopiloten und Clubradio, die zusammen das Herbstradio sind? Der Unterschied ist, eigentlich gibt es keine großen Unterschiede. Wir haben im Prinzip ähnliche Wurzeln. Nur, dass wir hier halt ein bisschen mehr mit dem Haus der Kulturen der Welt verbandelt sind. Wir richten uns halt ein bisschen mehr hier durch das Haus auch ein bisschen mehr internationaler und englischsprachiger aus. Ein freier Radiosender für Berlin, wo für jeden was dabei ist. Es lohnt sich, ihn zu suchen. Demnächst zu finden auf 88,4 UKW, auch in Ihrem Radio. Freies Radio in Berlin.